Herzlich willkommen zu Kyotates International. Wir sind ein schwedisches Unternehmen, aber wir versuchen uns jetzt auf Deutsch und Englisch auch auszudrücken. Wir sind sehr dankbar über Rückmeldungen und das kann man auf Facebook oder Instagram machen oder ein Mail über kyotatespodden@gmail.com machen. Es geht auch sehr gut, wenn man uns nicht anschauen will, uns nur anzuhören an Plattformen, wo es Podcasts gibt, bei die verschiedenen Plattformen und einfach anklicken. Ich will auch gerne erwähnen, dass, was wir sagen werden, nur persönliche Anmerkungen sind und dafür sind wir nur verantwortlich einzeln. Aber trotzdem, alle Rückmeldungen sind herzlich willkommen. Und damit will ich unseren heutigen Gast begrüßen und zuerst etwas über dich selber sagen. Dann werden wir zum Thema auch was sagen. Aber zuerst, wer ist Christiane Gerges? Nun, ich glaube, das, was wichtig ist, ist, dass ich Vorträge und Kurse gebe im anthroposophischen Zusammenhängen und deswegen auch jetzt hier in Schweden bin, in Järna. Und wir nun dieses Gespräch führen können. Ja, und ich bin Erland Kornfeld. Ich war hauptsächlich als Heilpädagoge tätig, als Lehrer und habe mich auch seit mehreren Jahren anthroposophisch beschäftigt, in der Gesellschaft, aber auch in der Hochschule, die Freie Hochschule für Anthroposophie. Ich würde gerne damit anfangen, auch als uns irgendwie in der Welt hinstellen, wie wir uns getroffen haben. Und das hängt damit zusammen, dass wir zuerst über geistigen Begebenheiten sprechen wollen. Und wir versuchen jetzt, das anzuschneiden durch zum Beispiel, wie wir uns getroffen haben. Das war eine Initiative, wo wir wussten, dass wir beide in Götianum sein werden, aus verschiedenen Gründen. Aber weiterhin nichts. Und wir haben uns dann in der Wandelhalle in Götianum getroffen. Und das für, was für dieses Gespräch interessant ist, ist, da hat etwas bei mir angeklungen, wo ich sozusagen mehr oder weniger sofort gemerkt habe, hier ist eine Person, die für mich interessant und wichtig sein kann. Ich habe natürlich nicht sofort überlegt, wieso, aber als Eindruck war das ja für mich sehr deutlich. Das hat sich auch im ersten Gespräch eigentlich auch so dann weiterhin dargestellt. Ich weiß nicht, ob du das bekräftigen kannst oder was für Gedanken du hast in so einem Zusammenhang. Ja, also spannend fand ich auf alle Fälle, dass wir ja durch einen Freund vermittelt wurden. Also ihr müsst euch kennenlernen. Und dann war nur klar, irgendwo in der Wandelhalle im Goetheanum. Und ich habe einfach die Menschenmenge gesehen und ich wusste einfach, ja, das bist du. So, was für mich daran spannend ist, also ich bin dann auf dich zugekommen, ja. Und ja, bist du Erland? Und du hast gesagt, ja klar, bist du Christiane? Okay, ja. Also was für mich daran spannend ist, ist, dass wir ja beide eingestellt waren auf eine bestimmte Art und Weise der Begegnung, also ein Thema hatten, was wir zu besprechen hatten. Und durch diese Einstellung auf das Thema eben ein Mensch aus dieser Menge herausleuchtet. Also das heißt für mich, ich gehe nicht einfach nur so, wie man am Flughafen ankommt. Die Menschen stehen mit einem Schild jetzt, Name steht drauf, damit man das weiß. Die kommen in den Bus, die kommen in das Taxi zu ihrem zu ihrer Ferienunterkunft. Sondern ich kann einfach auch ein Gefühl entwickeln, wenn ich mich auf ein Thema einstelle und auf einen Namen vielleicht sogar, wen ich treffen möchte,
dass ich einfach eine Menge überschaue, ohne dass da Schilder stehen, Namensschilder, weiß ich, der ist das. Hm. Ja? Natürlich kommt auch noch das andere dazu, dass man spürt, wird das wichtig oder nicht, funktioniert das oder nicht. Das ist schon der erste Eindruck, dass man merkt, ja, jetzt kann ich, mit diesem Menschen werde ich zusammenarbeiten können, oder man hat sofort ein Gefühl, oh, schiefgelaufen. Ja, ja. Ja. Also wo nehme ich das her? Wo hole ich dieses Gefühl her? Und ja, das ist für mich spannend. Ja. Ja. Und das ist ja jetzt für uns eigentlich der Ansatz für diesen Gespräch, ein bisschen das nachzuhaken. Also wie kann man darüber denken, dass sowas passiert? Weil ich glaube, es geht ja vielen so, dass man mindestens ein paar Mal im Leben so eine Begegnung hat, wo man eigentlich vielleicht sogar im Vornhinein weiß, das ist jetzt bedeutungsvoll. Und die Frage ist, wie kann man darüber denken? Also kann man so denken, dass es aus mir kommt? Oder kann man erleben, dass es was hinter mir gibt, das sozusagen behilflich ist? Ich weiß nicht, wie du darüber denkst. Oder meinetwegen fühlst. Ja, wenn ich jetzt vielleicht in der Wirtschaft tätig bin und ich suche ein bestimmtes, eine bestimmte Ansprechpublikum für mein Produkt, ja, dann brauche ich nicht so zu fragen als Fragestellung, weil ich jeden Schritt, den ich mache, um Kunden zu werben, den mache ich ja eigenwillig aus meiner aktiven Suche nach Kunden. Mhm. Und das kann ich ja unterscheiden von dem, was passiert, wenn Menschen zufällig durch ein bestimmtes Thema oder durch ein bestimmtes Ereignis zusammengeführt werden. Mhm. Also ja, das ist ein Maßstab, den ich einfach habe. Wie stark war ich jetzt eigenwillig daran beteiligt, habe eine Suche gestartet oder plötzlich taucht etwas auf? Ja, also ich assoziiere zu dem Begriff Fügung, der kommt jetzt bei mir sozusagen im Gedanken, kann man es sich so vorstellen, dass nur ein Teil meiner Entschlüsse aus mir selber kommen im Alltäglichen und dass es auch eine andere Seite von mir gibt, die einen anderen an das Wissen oder an den Erkenntnis habt, das nicht unbedingt im Bewusstsein lebt. Mhm. Also so denke ich, dass es diese beiden Seiten gibt, weil es ja relativ häufig passiert, dass ich erlebe, das hier habe ich nicht geplant. Es geschieht und man hat fast das Gefühl, es hat etwas oder jemand mitgeholfen. Das hängt ja einmal mit der Biografie zusammen, also dass man ja einen roten Pfad oft erkennen kann, was mich zu diesem Zeitpunkt, zu diesem Ort geführt hat. Und dass es dann auch sehr spannend ist, in so eine offene Begegnung nicht zu wissen, was daraus werden soll. Man hat nur das Gefühl, dass es etwas gibt. Also so erlebe ich das oft. Und es zeigt sich nur über Zeit, was das ist. Und das finde ich ist auch jetzt für unsere Begegnung anwendbar. Also ich hatte zu dieser Zeit keine Ahnung, was daraus werden sollte. Es war nur, also jetzt kommt mir das ein Bild von einem Magnet auf. Also wenn man die zwei Seiten und dann passt es oder Handschuh oder sonst was. Also diese Begegnungen, die im Leben geschehen oder dass ich mit bestimmten Menschen zusammengeführt werde, die hängen meines Erachtens mit Fragen zusammen, die man hat. Mhm. Also die geschehen nicht einfach nur so, sondern irgendwann in meinem Leben stelle ich eine Frage, zum Beispiel nach einem Thema, und dann taucht das später auf.
Das kann auch sein, dass ich an Orte geführt werde durch Fragen. Mhm. Also, wo hat dieser oder jener Mensch gelebt, interessiert mich vielleicht, während ich ein Buch lese. Und wenn ich wachsam bin, dass ich die Frage nicht ganz vergesse, merke ich auch, wenn ich an diesen Ort geführt werde. Also das kann dann tatsächlich sein, dass ich 3-4 Jahre später durch diesen Ort fahre oder durch diesen Ort laufe, wo dieser Mensch gelebt hat. Mhm. Also die Fragen begleiten mich oft über Jahre, bis sie dann zu einem Ergebnis führen. Mhm. Und so ist es auch mit zwischenmenschlichen Begegnungen, dass man eine Frage hat, die nur mit einem bestimmten Menschen sich ergänzt, weil jeder Mensch arbeitet an etwas anderem. Und das heißt, je nachdem, wie mein Interesse gelagert ist, komme ich mit Menschen zusammen, werde ich mit Menschen zusammengeführt. Mhm. Also mir ist es zum Beispiel auch aufgefallen, dass ich in einem Konzert war mit spanischer Musik. Und dann am Tag danach sind mir, als ich durch die Hamburg gelaufen bin, eine Großstadt mit viel internationalen Menschen, sind mir lauter spanische Menschen begegnet. Mhm. Ist mir noch nie aufgefallen, ja? Ja. Also da ist ich habe mich erfüllt mit einem bestimmten Inhalt, spanische Musik, spanische Mentalität und dann auf einmal diese ganzen vielen Begegnungen. Also nicht nur so, dass sie an der Straße irgendwie vorbeigegangen sind, sondern auch zufällig mich angesprochen haben, können Sie mir dies oder das sagen? Ja, oder? Ja. Also es waren wirkliche Begegnungen, die da geschehen sind. Und sonst passiert mir das nie. Nein. Ja. So, und das ist aber ganz deutlich ein Beispiel, dass ich mich mit Inhalten anfülle, die, ja, was auch durch Frage ganz aktiv geschehen kann. Und dann wird mir etwas in meinen Weg geführt, was dran ist. Mhm. So kann ich mir auch vorstellen, dass das sogar vorgeburtlich man mit etwas kommen kann, was man sich vorgenommen hat für dieses Erdenleben und dann in bestimmten Entwicklungsphasen man mit einem Menschen zusammengeführt wird, jeweils der dann für diesen Abschnitt wichtig ist und für die Aufgabe, die mit diesem Abschnitt verbunden ist. Mhm. Ja, ich glaube auch, weil ich wollte auch in diese Richtung, das geht ja jetzt zu karmischen Fragen, also wie kann man sich dazu verhalten? Mhm. Und ich denke, das fängt eigentlich damit an, ein gewisses Sortieren, also auch im Begegnungsraum oder begegnungsmäßigen, es sind ja kleine und größere Begegnungen, würde ich sie nennen. Also man kann ja einigen Menschen begegnen, ich weiß ja, wir haben etwas, aber es ist nicht eine große Sache im Leben. Man kann aber andererseits auch eine Begegnung haben, wo man eigentlich mehr intuitiv oder gefühlsmäßig erleben kann, das hier ist mehr bedeutungsvoll. Und für mich kommt dann die Frage eigentlich mehr auf anthroposophisch nennt man das Mondenpforte und Sonnenpforte. Das heißt, man kann sich aus zwei Gründen begegnen. Entweder weil man etwas gemacht hat früher, oder man begegnet sich, um was in der Zukunft zu machen. Also man kann es, und das eine muss ja nicht das andere sozusagen ausschließen, sondern es gibt ja auch da Zusammenhänge. Und das, finde ich, kann man erleben. Ich weiß, dass du in anderen Zusammenhängen auch hier über Stimmgabel schwingen, also als Beispiel von Schwingungen in der Seele. Und ungefähr so erlebe ich das auch. Also man kann erleben, dass etwas in der Seele in Schwingung gerät oder dass die Seele sich bewegt. Mhm. Und daran kann man, finde ich, es auch zum Teil messen. Also wie stark sind diese Schwingungen? Mhm. Und ich würde also Erlebnisse so beschreiben, dass du den Anschlag machst in mir. Und
Wenn es gegenseitig ist, dann kommt dann ein gewisses sozusagen Zusammenklang. Das ist für mich die Frage, ob ich das bin. Deswegen bin ich auch auf das Thema gegangen. Ja. Weil es kann ja sein, dass man sich 2 Jahre vorher begegnet wäre und es wäre absolut nichts geschehen. Man wäre einfach aneinander vorbeigegangen. Ja. Ja. Und insofern denke ich, dass diese Resonanz, die man spürt, weist auf etwas Höheres hin. Mhm. Also dass zum Beispiel jetzt einfach ein Thema dran ist, wie jetzt in unserem Falle, wo sogar der gesagt hat, ja, hier über dieses Thema müsst ihr beide euch mal austauschen. Also ein Thema, aber das Thema ist ja nicht abstrakt. Das Thema ist ja etwas Wesenhaftes, was ich auch entfalten will. Also für bestimmte Themen ist es wichtig, dass sie sich in der Welt genauso weiterentwickeln. Man nennt das so Zeitgeist, Zeitgeistgeschehen. Der Zeitgeist vor 100 Jahren war mit ganz anderen Themen beschäftigt als der Zeitgeist heute. Mhm. Und der entwickelt sich ja nicht einfach so irgendwo da in einem Stübchen über den Wolken weiter, sondern der erlebt sich weiter dadurch, dass die Menschen sich mit bestimmten Fragen beschäftigen und durch bestimmte Erlebnisse durchgehen. Also so ist dieses Thema, was man hat, gleichzeitig für den Zeitgeist wichtig, dass sich der Zeitgeist weiterentwickeln kann. So ist für mich die Frage, wenn ich einem Menschen begegne zu so etwas Speziellem, wer führt? Ist es jetzt mein persönlicher Engel oder ist das vielleicht Zeitgeist geschehen? Also ist jetzt etwas ganz Wichtiges dran mit der Begegnung, also etwas Übergeordnetes dran? Wenn ich vielleicht auf dieses noch weiter eingehen kann, also wenn das ein Engel wäre statt der Zeitgeist, also ein persönliches, dann arbeitet der Engel eher mit einer überschwänglichen Sympathie. Zum Beispiel würde man sich in jemanden verlieben und hat aber persönlich jetzt was auszugleichen. Und ich würde nie, wenn ich jetzt die Aufgabenstellung weiß, okay, da ist ein Mensch, dem habe ich im vorigen Erdenleben sehr wehgetan und jetzt muss ich das ausgleichen, würde ich sagen, oh mein Gott, muss das sein, ich würde lieber das und das jetzt machen. Also ich würde mich nie so gerne dafür entscheiden. Mhm. Und da hilft der Engel mit, indem ich mich jetzt ausgerechnet gerade verliebe. Und dann habe ich einige Jährchen vor mir, um auszugleichen. Ein Beispiel, man muss sich nicht nur aus dem Grund verlieben, aber so da spüre ich, das ist jetzt der persönliche Engel, der hier jetzt nachgeholfen hat, dass man eine bestimmte karmische Aufgabe erfüllen kann. Mhm. Und wenn es sich jetzt um etwas Thematisches handelt, dann würde ich schon sagen, jetzt ist Zeitgeistentwicklung. Die da eine Rolle spielt. Ja, jetzt bin ich ja ein bisschen behindert dadurch, dass ich weiß, dass es auch etwas dazwischen gibt. Das heißt Erzengelgebiet oder Niveau. Also wie kann man das auch nur einfach so strukturieren, dass es das Persönliche auf mehr Engelniveau ist, in dem Sinne, dass jeder seinen eigenen Weg hat, wo er gewisse Aufgaben bekommt oder Begegnungen hat, aber dass man auch einen Unterschied erkennen könnte zu etwas, was größer ist, aber in dem Sinne nicht persönlich. Also das heißt, man kann mit Leuten zusammenarbeiten, wo man nicht unbedingt ein individuelles Gemeinsames hat, sondern etwas mehr Übergreifendes Gemeinsames. Was ich würde es mit Erzengel benennen, auch deswegen, weil ich erlebe, dass es etwas Höheres ist. Es verlangt auch ein bisschen mehr. Also wenn wir das vereinfachen, das Verliebtsein, da muss man nichts tun. Das geht von alleine meistens. Aber der nächste Niveau, die Zusammenarbeit, die geht da nicht so.
ohne weiteres von alleine. Und ich würde dann Zeitgeist als noch höher einstufen. Und jetzt fragst du nach diesem Dazwischen. Wie ich das erkenne, ja. Zum Beispiel, wenn das wirkt oder so. Mehr im Alltäglichen, wo wir jetzt mit Engel angefangen haben. Wir haben eine sozusagen individuelle, also wo wir angefangen haben, erlebe ich als Engelniveau. Ja. Und die Frage hat sich ergeben relativ schnell da, ob es nur das ist. Und für mich war das Erlebnis, nee, das ist nicht nur auf individuellem, persönlichen Niveau, sondern es liegt noch was dahinter. Und die Frage ist, ob man das so definieren kann, jetzt meinetwegen, wenn man das Alltägliche nennt. Das ist... Ich verstehe deine Frage nicht. Also fragst du jetzt nach, wie man Erzengel wirken erkennen kann? Oder? In so einem Zusammenhang, weil wir sind ja gewohnt, dass Begriff Alltag als etwas Horizontales zu benennen. Und die Frage beinhaltet auch, gibt es verschiedene Alltagen? Also ein Zeitgeist-Alltag und ein Erzengel-Alltag. Okay, ja, genau. Also der Erzengel ist ja ein Geist, der mit dem Volk zu tun hat. Mhm. Also jedes Volk hat seinen Erzengel oder auch eine Stadt hat ihren Erzengel. In den Kirchen kann man ja dann noch sehen, da ist der Schutzgeist der Stadt. Mhm. Das ist auch ein Erzengel. Und insofern kann ich ihn da wahrnehmen, wo man speziell etwas macht, was mit dem Volk zu tun hat. Zum Beispiel gemeinsam musizieren. Aber eine Musik, die mehr Volksmusik ist, ja, dann kann ich sagen, okay, in der Beziehung wirkt jetzt der Volksgeist, der mit der Volksmusik, die zu einem bestimmten Volk gehört, sich verbindet und der dann auch Menschen zusammenführt. Zum Beispiel Fußball. Da wir heute nicht mehr so musikalisch drauf sind, werden die Fußballspiele immer größer. Ja, was drückt sich denn da aus, wenn dann Tausende von Menschen eine Hymne singen? Also da findet so etwas statt. Mhm. Es ist jetzt natürlich die Frage, was für ein Erzengelniveau das ist, aber immerhin, es ist Erzengelniveau, was da stattfindet in den Fußballarenen. Dann kann natürlich auch eine Aufgabe sein, das gegenseitige Verständnis. Also wenn das jetzt unser Thema wäre, was ist typisch deutsch, was ist schwedisch? Mhm. Nun, dies ist ein schwedischer Podcast. Du fragst auf schwedische Art und Weise, wie kann ich jetzt deutsch antworten, sodass das trotzdem in das Schwedische hineinpasst und all diese Fragen, ja, das sind Fragen, die jetzt den Erzengel interessieren. Ich denke auch, und das ist ja, das würde ich dann sozusagen Alltags-Erzengel fragen. Genau. Also das heißt, es ist ja sehr deutlich, wenn wir hier was machen, dass wir haben nicht denselben Ansatz. Du denkst in eine deutsche Art und ich denke in eine schwedische Art. Das kann man sich bewusst machen und dann kann man es vielleicht sich dazu verhalten, aber es ist ja genauso auch im persönlichen Bereich. Also man hat ja Eigenheiten. Also ich rede oder ich frage in eine bestimmte Art und da muss man sich auch bewegen oder eine Art finden, dass es nicht daran stoppt und dass es nicht eine Schwelle wird, wo man nicht hinüberkommt. Mhm. Und ich denke, so ist es auch auf der Erzengel-Ebene, zum Beispiel Schwedisch und Deutsch. Da ist ja eine deutliche Schwelle. Und im Zeitgeistlichen auch, denke ich. Ja, und die Erzengel-Schwelle ist viel komplizierter zu überwinden als die persönliche. Ja. Weil wenn ich jetzt eine persönliche Eigenart habe oder du, vielleicht zum Beispiel haben wir beide die Eigenart, viel zu reden, dann können wir uns vornehmen, okay, jetzt musst du mal, jetzt muss ich mal, damit der andere reden kann oder so. Das kriegen wir irgendwie hin. Ja, ja.
Aber was ganz schwierig ist, ist die Schwelle, die durch die Sprache entsteht, weil die Sprache ja auch eine bestimmte Art ist der Geistführung, mhm. Verbindungsführung durch die Grammatik und ja. so weiter. Und selbst wenn ich dann in eine andere Sprache gehe, also du sprichst jetzt Deutsch, hast du natürlich trotzdem eine Art schwedischen Hintergrund. Mhm. Also ja, und so ist das sozusagen normalerweise ganz unbemerkt, wie der Erzengel da jetzt hineinwirkt und wie man jetzt zu einer Verständigung kommen kann auf einem Gebiet, was einem normalerweise gar nicht auffällt. Nur wenn man eben die Sprache liebt, merkt man, du machst ja ganz andere Verbindungen. Mhm. Und ja, wie können wir darauf, wie können wir das mit einbeziehen? Ja, oder, ja. oder? Und ich habe noch eine Frage, die geht mir in die Richtung anthroposophische Bewegung und Außenwelt. Oder wie, das heißt, warum muss man solche Begriffe verwenden, wie Engel und Erzengel? Das, was wir beschreiben, sind da, ich glaube, normale Fragestellungen, die jeder kennt. Niemand würde aber mit Erzengel benennen. Ja. Ja. Wie denkst du darüber? Muss man das Erzengel benennen? Ja. Also, es ist ja der Erzengel auch ein Wesen. Mhm. Und der muss mitkommen mit diesen Begriffen, weil die Begriffe sind ja wie Gefäße für das Wesen. Ja. Also, wenn ich den Begriff ausspreche, resoniert das in dem Wesen. Ja? Das Wesen nimmt das wahr, ist aufgerufen. Ja, wie wenn ich meinen Hund rufe, ich sage einen bestimmten Namen und das resoniert. Oder auch Menschen untereinander. Durch Begriffe spreche ich etwas an. So. Und wenn ich jetzt mir einfach einen anderen Begriff ausdenke, ich sage jetzt einfach Sprachschwierigkeit, Sprachproblem, dann habe ich nicht das ganze Wesen mitgenommen. Ich kann es auch in seinem Zusammenhang, zum Beispiel zu Engel, zu den Zeitgeistern, kann ich es eben mit diesen Vokabeln am besten greifen, sodass es in seinem ganzen Zusammenhang steht. Und da müsste man schwer dran arbeiten, diese Begriffe jetzt zu modernisieren, dass das Wesen mitkommt und hört, wenn es ja. mit diesem modernen Namen gerufen wird. Also so denke ich auch, das kennt man ja auch aus anthroposophischen Zusammenhängen, eben dieses, dass es wesenhaft ist. Es ist kein Begriff nur, sondern dahinter gibt es etwas Wesenartiges. Mhm. Und dass die verschiedenen Wesen auch eine Beziehung zueinander haben. Ja. Und ich denke auch, es ist wichtig, das haben wir auch im vorigen Abschnitt besprochen, dieses Begriffliche, dass es eine Bedeutung hat. Auch jetzt, so wie du es darstellst, dass die Wesen das brauchen, um auch mit helfen zu können. So, das ist ja dann auch interessant. Und die Frage ist ja für mich ein bisschen auch, wie kann man die Begriffe erleben? Ja. Also kann ich das Wesenhafte erleben? Also ich kann da ein Beispiel dazu geben. Zum Beispiel das Sanskrit drückt die nicht nur ein Begriff aus, sondern den Zusammenhang und den Weg, von wo ich an etwas herankomme. Also so im Tanz, im indischen Tanz gibt es also unglaublich viele Begriffe für unterschiedliche Bewegungen. Da ist aber nicht nur die Endgebärde damit gemeint, sondern wie ich da hinkomme, aus welchem Bereich, ob ich aus dem, zum Beispiel aus dem Ätherischen oder aus dem Physischen ansetze und. Und das kann ich einfach nicht ins Deutsche übersetzen. Ausgeschlossen, weil mir mit der Übersetzung etwas verloren geht. Ich bin dann nicht mehr in diesem Wegbeschreibung, sondern ich bin bei einem bestimmten Ort. Ja. So muss ich das dann in der deutschen Sprache zum Beispiel übersetzen,
Also wenn ich einen bestimmten Bereich des von mir selbst meine, was ich aus dem Geistigen her erringen kann, nenne ich es Geist selbst. Ja? Oder. Also ich muss Wortkombinationen machen, um hinzukommen, dass ich nicht mehr nur bei einer Sache bin, sondern bei dem Weg, wie etwas angenähert wird. Und das macht jetzt die anthroposophischen Worte aus, die sogenannten anthroposophischen Worte. Diese Wortkreierungen, die es sonst nicht gibt, sie beschreiben Wege. Sozusagen dem Sanskrit entsprechend beschreiben sie in der deutschen Sprache Wege, die und nicht nur einfach ein Ding. Ja. Das heißt, das wäre auch ein Weg, wenn wir so einen alltäglichen, an das Wesenhafte hinein oder zu begegnen oder erleben, wenn man diese Bewegung sozusagen mitmachen oder miterleben kann. Ja, genau. Und sogar im Bewusstsein meinetwegen jetzt, wo wir angefangen haben mit einer Begegnung, dass man dann versuchen würde, diese Bewegung zu erleben, der Unterschied. Wo, auf welchem Niveau befinden wir uns und dass das möglich ist, weil das finde ich, könnte ich schon irgendwie nacherleben, dass man das machen kann. Also nicht nur in unserer Begegnung, sondern auch so. Man könnte eigentlich Begegnungen so einteilen. Ja, Wo liegt das jetzt? Ja, ja. Und mir fällt auch noch ein zu dem Begriff Erzengel. Das muss man erstmal finden. Wie kann ich das ausdrücken, dass das ein Engel ist, der eine gewisse Schwere hat, mit einem Stück Erde verbunden ist, mit einer bestimmten Landschaft? Ja, es ist einfach wunderbar, dieses Wort Erzengel. Ja, also dafür muss ich dann etwas finden, etwas Moderneres, was das trotzdem zum Ausdruck bringt. Ja. Und durch diese Unterscheidung, die ich dann immer genauer bekomme, kann ich das dann auch in den Beziehungen erkennen. Mhm. Was wirkt jetzt für eine Geistigkeit in der Beziehung? Und dann kann ich das wiederum unterscheiden von dem, was auch noch karmisch vorhanden ist. Ja. Warum jetzt genau diese beiden Menschen an diesem Thema arbeiten oder das und das ausgleichen müssen oder. Glaubst du, dass man das wissen kann? Oder ist es mehr eine Ahnung? Das Karmische? Ja. Ja, wenn ich unterscheiden kann, dass ich jetzt nicht aus Zeitgeistgründen oder zusammengeführt worden bin, kann ich immer mehr das persönliche Karma erkennen. Ja. Ich muss einfach abschälen sozusagen. Und dann enthüllt es sich. Also das allgemeine Abschälen. Ja. Ja, wie wie wenn ich jetzt, ich habe bestimmte Gebärden durch meine Familie, die in meiner Familie üblich sind oder die durch die deutsche Sprache hervorgerufen werden. Also ein Italiener würde jetzt die Hände ganz anders bewegen. Mhm. Und erst wenn ich das wegstreichen kann, was jetzt an meiner Bewegung typisch deutsch ist, durch die Sprache hervorgerufen, dann erst komme ich zu der Bewegung, die mich ausmacht. Hm. So, das meine ich mit Abschälen und dann, was ist übrig? Ja. Und so ausgedrückt empfinde ich auch, dass Abschälen hilft vielleicht auch, sich in dieser Bewegung hineinzubekommen, weil wenn ich unterscheiden will, ist jetzt mehr das Engelwesenhafte zugegen oder Erzengel. Da muss ich ja erst wissen, was die beiden sind, um auch das weglassen zu können. Mhm. Ich empfinde es mehr als einen dahinter. Also das Erste, was einem begegnet in jeder Begegnung, ist ja mehr engelhaft. Mhm. Das heißt, ich werde dazu geführt. Mhm. Aber ich kann da stehen bleiben. Mhm. Aber ich kann auch versuchen, sozusagen darüber hinaus oder hindurch zu gehen, um zu erleben, was dahinter liegt. Mhm. Weil irgendwo erlebt man ja, dass die Bewegung an größeren oder höheren Wesen
liegen. Also die sind nicht gleich groß, würde ich sagen. Mhm. Und das können wir vielleicht nicht heute besprechen, aber man könnte ja den Gedanken eigentlich weiter vollziehen an, an nächsten Stufen, die noch unpersönlicher sind, würde ich das nennen. Ja, aber man kann den Weg ja auch umkehren mit dem Abschälen. Mhm. Jetzt ist ja gerade die Queen gestorben und wir haben ganz viel im Fernsehen gesehen, diese ganzen Zeremonien und Prozessionen und so weiter. Also wenn ich jetzt einen Mensch oder eine menschliche Begegnung haben möchte, die jetzt nicht individuell nur karmisch gestaltet ist, sondern wo ich den Volksgeist mit verbinde, dann muss ich ihn eben aus dem Individuellen herausholen. Also nicht da so eine Jacke, und, sondern bestimmte Insignien, einen bestimmten Mantel, den derjenige tragen muss, eine bestimmte Krone, die er aufhat. Und dann kann er sich gar nicht mehr so individuell zeigen. Und diese ganzen Gewänder und Insignien sind jetzt eben mit dem Volksgeist verbunden, zum Beispiel bei der Queen mit dem englischen Volksgeist. Ja, dann ist sozusagen von vornherein schon das Persönliche ausgeklammert, abgeschält. Und wenn sie sich bewegt oder schreitet, ist der Volksgeist mit ihr. Mhm. Ja? Also man kann diesen Abschälvorgang auch umgekehrt machen. Und das erklärt vielleicht, warum ja, so etwas gemacht wird, dass dann also Könige oder Kaiser ein bestimmtes Gewand anhaben und Kronen tragen und so weiter. Ja, ich denke sogar, dass es auch im Sportbereich irgendwie interessant ist, weil da gibt es ja die verschiedenen Bewegungen. Einmal kannst du ja bei einer, meinetwegen jetzt in Bundesliga, eine Mannschaft aus einer gewissen Stadt. Aber das hebt sich ja auch in der Nationalmannschaft. Mhm. Und eigentlich gibt es im Sportbereich ja nicht ohne weiteres noch ein Niveau oder Gebiet, sondern da hört es auf. Aber es ist immerhin, also diese Aufhebung ist ja von einer normalen Mannschaft auf eine Nationalmannschaft, das schaffen die. Mhm. Also die sind ja also sehr feindlich im normalen Alltagsleben, aber in der Nationalmannschaft, da geht es plötzlich. Ja. Das ist ja auch so eine Stufe, vielleicht sehr vereinfacht. Aber ja. Und da gibt es ja auch sehr viele vielleicht wesenartige Ansätze, es nicht zustande lassen zu kommen. Und wenn man auch dann Nationalmannschaften ansieht, das ja fast auch oder manchmal sogar zum Kriege geführt haben. Also im Sportbereich. Okay. Das war ja sehr alltäglich. Ja. Ja. Und mit den Kleidern ist ja auch ein bestimmtes Trikot. Ja. Also wenn man da irgendwo an einem Dorf am sonntags am Fußballplatz vorbeigeht und die spielen einfach so miteinander mit Jeans und Pullover, da ist nichts, da spürt man nichts. Ja. Und sobald die aber dann so ein Trikot anhaben, dann schlüpfen sie da hinein und dann ist es nicht mehr so im Persönlichen, dass es nur im Persönlichen hängt. Ich finde es auch ein bisschen interessant, weil ich auch ein bisschen daran interessiert bin. Das Wesenhafte kann man auch erleben dahinter, wenn man irgendein Länderspiel oder auch in anderen Sportarten, denke ich jetzt. Also das geht ja nicht so ohne weiter, sondern ja. Ich denke, als Abschluss noch ein bisschen vielleicht in die karmische Richtung zu gehen, um das ein bisschen anzuschauen, also wie kommen diese Wesenheiten damit? Also die entstehen ja nicht jetzt bei der Geburt oder nach der Geburt, denke ich, sondern man hat ja das mit bei der Geburt, also Engelwesen zum Beispiel, dem Persönlichen, dass man geführt wird, das gibt es ja auch im Alltäglichen, also Schutzengel zum Beispiel. Mhm. Das ist ja etwas, was man nur so benennt. Ich denke nur, die Frage ist, wie kann man das erleben? Denke ich, dass man es kann. Dass man erleben kann, Schutzengel hat. Dass man einen Schutzengel hat.
Ja, indem man sein Leben anschaut, seine Biografie anschaut und einfach mal rückwärts überlegt, wie bin ich zu diesem besonderen Ereignis in meinem Leben gekommen? Mhm. Was sind da für Wege passiert? Was habe ich versäumt, was ich wollte, um schließlich zu diesem Moment hinzukommen? Also nicht, was habe ich geplant, was hat alles funktioniert, was habe ich eigenwillig mir vorgenommen, sondern was ist alles dazwischen gekommen, was für Ereignisse. Das heißt, was ist von außen passiert? Mhm. Welchen Bus habe ich versäumt, was weiß ich, Handtasche vergessen oder. Also alles, was nicht gelungen ist, das ist eindeutig dann Engelsführung. Und das andere kann, da war der Engel natürlich auch dabei, wenn ich etwas geplant habe, aber da ist es nicht so ersichtlich, dass das Engelsführung ist, weil ich es ja selbst geplant habe. Ja. Ja, genau. Ja. Zum Beispiel, ich kann einen wichtigen Vortrag halten und nur deswegen, weil ein anderer ist krank geworden. Mhm. Ich hatte es gar nicht vor und es ist der Schicksalsmoment, dass ich jetzt diesen Vortrag halten kann und dann ist doch eindeutig zu sehen, dass es nicht ich das geführt habe, sondern eine Schicksalsmacht. Mhm. Mhm. Weil ich denke auch, jeder Mensch erlebt ja Widerstände. Mhm. Also wo es nicht geht. Ja. Meistens erlebt man das ja als was Schlechtes. Und oft hängt es ja damit zusammen, dass ich was geplant habe. Und dann funktioniert das nicht. Mhm. Und dann erlebt man ja oft, da hat jemand anders was gemacht, um das nicht zu ermöglichen oder zu zerstören. Mhm. Und dann kommt ja solche Fragen auf. Ist das jetzt Widersacher oder Schutzengel, die das jetzt zugesehen haben, dass es nicht so gelaufen, wie ich mir das gedacht habe? Das ist dann eine Vertrauensfrage, nicht? Weil wenn ich anfange, mit meinem Engel zu kämpfen, also da, wenn ich den Widerstand spüre, jetzt doch und noch doch, ist es auf alle Fälle nicht sehr günstig. Mhm. Und wenn das jetzt tatsächlich ein negativer Widerstand war, also da will jemand mir etwas nicht so Gutes, also nicht mein Engel, sondern jemand anders, ist dadurch, dass ich aber mein Vertrauen zu meinem Engel richte, kann er auch mir in dem Falle helfen, wo jemand anders mir jetzt Widerstand gesetzt hat. Mhm. Also einfach mit dem Vertrauen sich zum geistigen Wesen öffnen, ist einfach der Schlüssel. Ich denke, das ist auch sozusagen jetzt Grundmethode irgendwie, sich zu öffnen und jetzt sind wir wieder beim Begrifflichen. Ich muss wissen, wo ich hinhöre, um an das heranzukommen. Ist es gut oder schlecht? Gut. Ja. Ja. Und zur Sicherheit einfach Vertrauen zu seinem Engel. Ja, genau. Ja, ich finde, das ist ein schöner Abschluss. Man könnte sich ja in folgenden Abschnitten ein bisschen unterhalten, auch gegen oder über die Widersachermächte. Die gibt es ja auch. Also die ja wo auch was Wesenhaftes, es gibt, die tatsächlich was dagegen tun würden. Aber das lassen wir für heute. Okay. Wir bleiben beim Schutzengel. Ja, gerne. Ja. Ich glaube, das genügt so. Ich danke dir sehr, Christiane, dass du gekommen bist. Ja, ich danke für das Gespräch. Ja. Und auf Wiedersehen und Hören.